Die dritte Liga live auf Telekom Sport. Präsentiert von BWIN. Die Mannschaft der Stunde in Liga 3, die Würzburger Kickers, zuletzt mit 4 Siegen in Folge. In der Zeit sind sie vom letzten Tabellenplatz auf den dritten Tabellenplatz gesprungen. Davon kann der heutige Gegner Eintracht Braunschweig nur träumen. Die sind immer noch Vorletzter. Und ja, Herr Petersen, so 3 Punkte wären heute schon mal ganz nett, oder? Oh ja, die 3 Punkte, die würde ich heute schon gerne mitnehmen. Aber die Partie begann ganz anders. Die komplett in Rot gekleideten Würzburger mit der ersten Offensivaktion über Dominik Baumann. Flankiert von Gustav Walsweg. Baumann und drin das Ding. 20. Minute, 1-0 für die Kickers. Das vierte Saisontor von Dominik Baumann bringt die Führung, weil Gustav Walsweg ihn erst nur höflich begleitet und dann auch noch unglücklich abfälscht. Die Bogenlampe hinweg über Keeper Marcel Engelhardt landet im langen Eck. Die Würzburger, die bessere Mannschaft in der ersten Halbzeit. Wenig zu sehen von den blauen Braunschweigern. Dann dieser lange Ball von Gustav Walsweg. Und Schuppan, was macht denn Schuppan? Der Kapitän, der patzt. Und Philipp Hofmann schiebt ein. 1-1, 28. Minute. Da hatten sie mächtig Glück dabei, die Braunschweiger. Erst dieser unglückliche Kopfball von Hansen in die falsche Richtung und dann Schuppan mit der viel zu kurzen Brustrückgabe. Philipp Hoffmann, geistesgegenwärtig, spritzt da rein und macht sein drittes Saisontor. Wenn also was ging für die Braunschweiger, dann nur auf Einladung. Jetzt erstmal wieder die Würzburger. Hansen an die Latte. In der 31. Minute, ja, da wäre schon was drin gewesen für Michael Schiele und seine Kickers. Die schöne Ecke von Spezialist Patrick Göbel am langen Pfosten. Es ist Yannick Bachmann und Hendrik Hansen, der heute mit gerissenem Band im Sprunggelenk spielte. Und hier hat ihn das vielleicht ein bisschen behindert. Wieder eine höfliche Einladung für die Braunschweiger. Fesulau scheitert an Patrick Dreves. Das war die 33. Minute und wie gesagt, für die Braunschweiger ging wenn dann nur was, wenn die Würzburger Fehler machten. Aber Fesulau lässt diese Top-Chance liegen. Dann war Halbzeit. Michael Schiele, der Würzburger Trainer, am Grinsen. Ja, diese letzte Chance hätte auch drin sein können für Braunschweig, aber eigentlich müsste seine Mannschaft führen zur Halbzeitpause. Und so machten sie auch weiter in den zweiten 45 Minuten, waren wieder besser. Dennis Mast und in der Mitte Ademi. Verpasst hier in der 50. Minute, noch behindert von Gustav Walsweg, aber wohl nicht elfmeterwürdig. Dennis Mast mit der guten Hereingabe und dann Ademi, ja, den kann man auch mal reinschieben. 58. Minute, Standardspezialist Göbel mal wieder zur Stelle. Mit einem schönen Freistoß und Marcel Engelhardt, der ist unten in der Ecke. Toll getreten, dieser Freistoß von Göbel, aber Engelhardt hatte den Braten gerochen. 68. Wieder Standard Göbel. Schuppan und auf der Linie ist es Fesulau. Aber war da die Hand im Spiel oder war das eher die Brust? Wir schauen es uns ganz genau an und können feststellen, richtige Entscheidung vom Schiedsrichter Oliver Lossius. Da war mehr die Brust im Spiel. So blieb es am Ende tatsächlich beim 1:1, obwohl die Würzburger wirklich die bessere Mannschaft waren. Und das sah auch Orhan Ademi so. Ich glaube, wir haben über das ganze Spiel gesehen, mehr Torchancen gehabt. Müssen halt das Ding machen. Ich habe eine gehabt, zum Schluss auch Kani, wo er reingekommen ist. Und ja, sozusagen, wenn man das Spiel sieht über 90 Minuten, kann man schon sagen, dass wir den Sieger nicht verdient gehabt hätten. Wichtig ist, dass wir das Spiel nicht verloren haben und den Punkt geholt haben. Ich denke mal, den haben wir uns auch verdient. Und ja, jetzt geht's weiter am Dienstag schon wieder. Gutes Stichwort von Philipp Hofmann. Die englische Woche startet am Dienstag. Die Würzburger Kickers dürfen wieder zu Hause ran gegen den SV Meppen. Und Eintracht Braunschweig empfängt den ersten FC Kaiserslautern zum Top-Duell der Zweitliga-Absteiger.